Das Wesen des Burbuls und seine Veränderung. Es wird ja viel über die Genetik geredet, die ist auch ausgesprochen wichtig, aber es ist halt auch viel mit den Umständen zu tun, in denen der Hund lebt. Also ich habe ja schon immer Rudel gehalten und im Rudel etabliert sich immer eine Rangordnung, die auch respektiert werden muss, auch wenn einem das nicht nach dem persönlichen Empfinden geht. Der Stärkste ist der Stärkste und der muss der nächste am Anführer sein, sonst gibt es Ärger. Aber was ich meine, wir haben jetzt hier unsere alte Hündin, ist letztens gestorben, friedlich eingeschlafen. Und jetzt war die zweite, war ich immer der zweite im Kommando und hat sich da auch gut wohlgefühlt. Und war auch eine sehr starke zweite Linie. Und jetzt auf einmal war die Anführerin weg. Und es ist totale Verunsicherung. Also es hat wirklich einige Tage gedauert, bis der Hund sich eingefunden hat. Aber da sie überhaupt gar kein Alpha ist, sind jetzt die Welpen hochgekommen. Und es ist ein dominanter Welpe dabei. Und die hat jetzt übernommen. Und so reetabliert sich das Rudel. Man könnte ja denken, sie ist der stärkere Hund hier und auch mit Sicherheit körperlich durchsetzungsfähig. Hat sie aber überhaupt gar kein Interesse dran. Fremde sind nicht ihres. Andere Hunde interessieren sie überhaupt nicht und Dominanz im Rudel will sie nicht. Die will eigentlich spielen mit den Welpen und die will kein Anführer sein. Ja, und die andere, die war schon als Welpe, das hast du sofort gemerkt, ich bin Chef, da musst du auch Chef sein. Und diesen natürlichen Einflüssen sollte man nicht entgegenwirken. Aber also neben der schweren genetischen Komponente ist es auch noch ganz klar, dass sich das danach richtet, wie die Umgebung ist und wie das Rudel strukturiert ist oder die Person. Einer muss führen, andere müssen folgen. Wenn nicht geführt wird, tut es jemand anders.